Ja, es geht ja um klassische Musik, Kraus Frink. Es geht ja um klassische Musik. Habt ihr schon mal auf LSD gespielt? Hi zu High Culture, die Show, in der es nicht, wie man meinen könnte, um die Kifferkultur geht, sondern um klassische Musik. Eine Sendung für die Generation 90 plus also. Und wir sind hier zu Gast in der ein wunderschöner, kreativer Ort, in dem Kunst noch mit der Hand geschaffen wird. Und warum klassische Musik? Wir haben uns gefragt, warum ist klassische Musik nicht mehr so angesagt wie vor 300, 400 Jahren? Weil eigentlich fetzt sie ja doch schon noch ganz gewaltig und könnte auch mal wieder in einem Club gespielt werden. Und zu Gast ist heute das wundervolle Percussion-Duo Kraus Frink. Das Percussion-Duo Kraus Frink besteht aus Viktor Kraus und Martin Frink. Die beiden lernten sich bei Wein und Studium an der Musikhochschule in Karlsruhe kennen. Versehen mit beispiellosem Talent sind die beiden auf allen Gebieten zwischen Klassik und Clubmusik zu Hause. Hauptsache, es bumst. Große Musikalität gepaart mit virtuoser Technik und die unglaubliche Bühnenpräsenz machen aus ihnen zwei der besten Perkussionisten ihrer Generation. Ein perfekt eingespieltes Duo, das in dieser Form einzigartig ist. Gestern in der Berliner Philharmonie, heute mit uns am Küchentisch, Kraus Frink. Wenn man jetzt Percussion hört, dann denkt man jetzt nicht sofort an klassische Musik. Man denkt an kubanische Rhythmen, was weiß ich. Wie geht ihr damit um, dass die Leute, oder was ist klassische Musik für die Percussion? Ja, mittlerweile werden wir immer relativ aggressiv, ne? Wenn Leute uns darauf ansprechen. Ja, also ich sag mal, klassische Musik ist ja im Gegensatz zu unserem KF Club zum Beispiel oder im Gegensatz zu unseren Impros, ist es, klassische Musik zeichnet sich ja in erster Linie dadurch aus, dass es komponierte Stücke sind von jemandem, der das zu Papier gebracht hat und die dann von Interpreten interpretiert werden. Und im Grunde genommen ist die klassische Musik für uns nichts anderes als für ein Streichquartett, nur dass es sehr zeitverzögert entstanden ist und jetzt immer noch im Anfangsstadium ist. Es gab in den 40er Jahren schon so von John Cage und Jolivet und Varese und klassische Musik, die damals auch neue Musik war, die dafür geschrieben worden ist. Und das ist halt so eine Entwicklung. Ich meine, die ersten Komponisten, die für unsere Besetzung geschrieben haben, die sind jetzt gerade erst tot. Gibt es nichts von Mozart für euch quasi? Nee. Aber ich hätte gern gewusst, was er geschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, was wir alles zur Verfügung haben. Also ist es eigentlich die Percussion, sage ich mal, eines der modernsten klassischen Instrumente? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Und eines der ältesten eigentlich. Ja. Das ist so eine Tradition, die sich ja über so Jahrhunderte entwickelt hat, zum Beispiel die Institution eines Orchesters, ja, wie man sie überall in Deutschland findet. Ja. Da ist ja, wenn man sich die Schlagzeuger anguckt, wenn man da als Schlagzeuger in einem Orchester spielt, dann ist man entweder Pauker oder Schlagzeuger. Das wissen die meisten gar nicht, dass die da so scharf trennen. Das liegt daran, dass die ganze Musik bis Mozart fast gar kein Schlagzeug kannte. Das heißt, die hatten immer einen, der Pauke gespielt hat. Mhm. Auch schon bei Bach und früher. Und irgendwann kam dann die Komponisten mal auf die Idee, ja, ich könnte ja auch noch ein bisschen was anderes dazu nehmen. Und dann wurden dafür andere Leute engagiert. Und dadurch hat sich quasi im Orchester so zweigleisig, so Musiker, hatte man Musiker, der eine spielt Pauke und der andere macht Percussion. Percussion, genau.
Ich bin Anna. In dieser Sendung könnte es zu einigen Verwirrungen kommen, die einerseits dem Moderator zuzuschreiben sind und andererseits den Fachbegriffen der klassischen Musik. Ich bin hier, um euch diese Fachbegriffe zu erklären. Wenn ihr die Sendung im Fernsehen schaut, dann geht einfach unter www.highcultureWordPress.com. Dort findet ihr die Erklärvideos zu diesen eingeblendeten Wörtern. Wenn ihr die Sendung im Internet anschaut, dann fickt doch einfach gleich hier drauf. Klickt! Ich freue mich! Woo! Ach ja, klassische Musik. Ja, hier. Ein Messer. Noten. Clapping Music von Steve Reich. Aha. Frink. Kraus Frink. Wo sind denn die Kraus Frink? Hey! Hi! Ich habe hier was gefunden, Noten von euch. Ja. Was ist das für ein Stück? Clapping Music von Steve Reich. Mhm. Steve Reich, kennst du? Komponist für neue Musik? Ja, genau, so 36, 35 geboren. Nee, 38. 38 ja. Also ich sehe hier zwei Stimmen und ihr spielt es dann zu zweit, teilt die beiden Stimmen auf. Genau, genau. Victor ist die obere Stimme, ich bin die untere. Das ist eigentlich ganz simpel gestrickt, wenn man genau hinguckt. Der erste Takt ist ein unisono Rhythmus, den wir beide genau gleich einfach spielen. Wenn man sich die folgenden Takte anguckt, sieht man, dass der Victor eigentlich diesen Rhythmus auch immer weiterhin durchzieht. Und durchzieht, genau. Und nur bei der unteren Stimme, wenn man sich den Rhythmus anguckt oder den, sieht man, dass es im Grunde genau der gleiche Rhythmus ist wie hier, nur dass er immer um eine Achtel verschoben ist. Und durch diese Verschiebung entstehen einfach so ganz viele verschiedene Rhythmus-Pattern. Ja, steht hier auf der Rückseite? Ja, das ist... Das sind seine Notizen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in 12 Achteln gedacht habe. Jetzt denke ich in 3 Halben. Aber... Nur so viel dazu. Oh, das war so ein Musiker-Nerd-Witz. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Das war kein Witz, das war einfach ein Fakt. Ach so. Okay, ja, dann würde ich sagen, Clapping? Ja, genau. Wir singen es. Wir singen es. Okay. Wir singen es, genau. Then let's take it away. Der bisherigen Karriere gelernt? Oder wie könnte man jetzt talentierten jungen Leuten, die jetzt noch ganz am Anfang stehen, welche Tipps könnte man ihnen geben, die sie dann gleich befolgen und nicht erst nach 5 Jahren erst lernen? Also ich glaube, das, was man am meisten braucht, ist Mut. So Mut, die Sachen zu machen, auf die man wirklich Lust hat. Und die vielleicht auf den ersten Blick hin so ein bisschen skurril oder unmöglich erscheinen. Aber wenn man wirklich so eine große Leidenschaft für irgendwas hat, dass man sich entgegen aller Erwartungen oder negativen Erwartungen einfach den Mut fasst und sagt, ich mache das jetzt einfach. Und wenn ich in 5 Jahren merke, es hat alles keinen Sinn gehabt, dann hat es halt einfach alles keinen Sinn gehabt. Aber das muss man dann erst hin haben, einen langen Atem, den Mut dazu und dann... Biss. Und man muss wissen, dass... Biss! Genau. Und man muss wissen, dass es in dem ganzen Leben, Musikleben und Geschäft keine wirklichen Regeln gibt, nach denen irgendwas funktioniert, sondern man muss sich immer jeden Tag auf alle Situationen neu flexibel einstellen, im Umgang mit den ganzen Leuten, Veranstaltern. Vor allem im Schlagzeug, ne? Also bei den richtigen klassischen Instrumenten wie Geige, Klavier, könnte man, wenn man wirklich drauf besteht, da ein Modell an Karriere vorgeben. Ja, vorgeben, klar. Ich meine... Ich sag's dir mal ganz blöd, es reicht dann mal ein René Elisabeth. Also mal. Das ist natürlich unglaublich schwer. Aber wenn man mal 2, 3 so Wettbewerbe in der ganz hohen Liga gewonnen hat, dann ist eigentlich die Karriere geritzt. Bei Schlagzeugen gibt es diese Wettbewerbe. Da, 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 da
sind sozusagen die Weißen. Und das sind die Corcheras, sagen die Spanier. Die Anatomie des Vibraphons ist auch äußerst interessant, denn hier in den Röhren gibt es Solamellen und da kann man da den Motor anmachen und dann drehen die sich und das macht dann, dass der Klang macht. Und deshalb heißt das Vibraphon. Tolles Instrument. Würdet ihr auch zusammenspielen, wenn der eine von euch eine Frau wäre? Also ich muss trotzdem nochmal fragen, du meinst, eine Frau wäre aber trotzdem so aussehen würde? Jetzt? Nee, das Aussehen ist egal. Ich meine, glaubt ihr, das hat was damit zu tun, dass ihr beide Männer seid, dass ihr zusammenspielt? Nee. Lass mich die Frage anders formulieren. Habt ihr schon mal rumgemacht? Nee. Nee, nee. Ich würde euch jetzt mal als zwei coole Dudes bezeichnen. Wie kommen so zwei coole Dudes dazu, klassische Musik am Anfang zu machen? Weil wenn man jünger ist, ist es ja nicht so hip. Keine Ahnung warum, aber... Doch, klar. Also bei uns beiden war klassische Musik schon in der Jugend auch hip. Also Victor hat... Seine Eltern sind beide Pianisten, die lange Zeit in einem Klavierduo gespielt haben und auch inzwischen wieder tun. Das heißt, er ist auch mit klassischer Musik aufgewachsen. Und ich hatte irgendwann mal das Glück, so mit 13 in einem Landesjugendorchester zu spielen, wo man mit gleichaltrigen 100 Leuten oder 80 Leuten dann auf einmal La Bohème von Puccini spielt oder Dritte Brahms oder sowas. Und völlig unvoreingenommen dieser Musik einfach mal... gegenübergestellt wird, dann auch noch als Musiker selber, das heißt, in diesem Klangkörper selber drin zu sein. Und diese Erfahrung, ich glaube, die war die prägendste in meinem ganzen Leben. Also das ist einfach der volle Wahnsinn. Ist auch immer noch, in so einem Sinfonieorchester zu sitzen mit 90 Leuten und auf einmal fangen alle an zu spielen. Und das ist der absolute Wahnsinn, dieses Feeling. Von daher sind wir eigentlich relativ früh mit der klassischen Musik in Berührung gekommen. Hm. Also als andere angefangen haben zu saufen, habt ihr angefangen zu üben. Ja, wir haben auch noch nie gesoffen. Wenn ihr besoffen seid beide, wer bringt dann wen nach Hause? Na, das hängt davon ab, in welchem Land wir sind. Instrument solche Klischees. Keine Ahnung, gibt es das für euch auch? Ja, natürlich. Also, wir schleppen gerade ein Instrument ins Auto und dann kommt der Pförtner und sagt, hätte ich wohl besser Piccolo Flöte gelernt. Wie gesagt, es gibt Momente, wo man aggressiv wird, das ist einer dieser Momente. Oder wenn man noch besser, finde ich eigentlich, wenn man irgendwo mit seinem Marimbaphon gespielt hat und dann kommt so eine betagte 55-jährige Frau mit so ganz großen Ketten um den Hals und sagt, das ist ja auch ein schönes Möbelstück, das könnte ich mir auch schön vor mir im Wohnzimmer vorstellen. Oder und tapst du mit ihrer Hand, mit ihrer fettigen Hand, so Nagellack so zum Beispiel. Der Herr Frink hat jetzt etwas sehr Interessantes aufgebaut hier. Was ist denn das Futuristisches? Das ist ein Midi-Marimba.
MIDI-Marimba, das heißt, du steuerst es mit dem Computer an. So sieht's aus, genau. Ist es dann eigentlich noch klassische Musik? Naja, ich würde eher klassische Clubmusik dazu sagen. Ja, und ich nenne es die Zukunft der klassischen Musik. Welcome to KF Club.
Das war's für heute. Das war Kraus Frink Percussion. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und hört klassische Musik. Musik bewegt. Und denkt an die Zukunft und schließt deinen Bausparvertrag ab.